Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Euer Commander ist wieder am Start. So, wir machen mal weiter mit uns in unserem Knast. So, letztes Mal gab es Schlägerei. Die Penner sind jetzt alle eingeknastet und stärker eingeknastet natürlich. Hier Einzelhaft und so weiter. Wir haben die Regeln überarbeitet. Ja, dann ist auch mal unser Zellenblock jetzt nicht mehr so voll wie vorhin. Ist ja auch mal ein bisschen entspannter, ne? Ja. Machen wir erstmal hier die neuen Zellen fertig für die Leute, die dann noch kommen werden. Weil ich muss mal gucken, die letzte Aufnahmesession war dann doch ein bisschen ja, länger her. Okay, das ist alles gemacht. Da habe ich das auch schon gemacht. Okay. Besucherraum. Mache ich hier noch so ein Ding, mache ich hier noch so ein Büro, weil ich glaube, das dürfte auch der letzte dann gewesen sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Rein theoretisch ja. Dann setze ich den Lagerraum auch um. Schmeiß den ganzen Scheiß doch einfach hier hinten hin. Wo ist denn unser Hausmeister? Wie viele Leute da drin sind. Ja, stimmt, diese Überwachungsscheiße brauche ich ja auch noch, ne? Ja, da habe ich natürlich wieder mal super geschlafen. Alec. Reflexkapazität auf 50. Also muss ich hier weitere Zellen in Auftrag geben.
Ja, Versorgung, fick dich. Eieiei. Wo ist der blöde Hausmeister? Wo hängt der rum? Man, wir haben noch mehrere Hausmeister. Wie viele Hausmeister haben wir? Moment mal. Dors Hausmeister. Materialien, Gehwegplatten. Was? Ach so, weil genau so eine Pfeife, ne? Ich brauche dringend Hunde und so weiter. Ich hab doch auch einen Gärtner oder was? Warum wächst der so viel Schmarrn? Was geht ab mit dem Gärtner? So, aber als nächstes ist nämlich dann wichtig, erstmal hier mal wieder reingucken. Witzig, dass genau das immer das Ding, das scheiß Thumbnail wird. Das YouTube hat da irgendwie so einen Narren an dem Ding gefressen. Keine Ahnung warum. Also, Sicherheitschef. Und dann machen wir weiter hier mit, müssen Patrouillen erstmal freischalten. Informationen werde ich endlich mal haben. Ich weiß nicht, ob ich Überwachung sofort machen soll. Aber das Wichtigste sind erstmal patrouillieren. Vielleicht danach sogar sofort die Hunde. Weil vor der Arbeit, also vor der Gefängnisarbeit, will ich definitiv die Hunde haben und die Ausbildung. Weil dann kommen wieder anderen Shit rein. Und da habe ich irgendwie keinen Bock. Und Patrouillen müssen wir lassen. Ja, dann kriegen wir sowieso wieder Dings. Kriegen wir sowieso wieder 10.000. Na, ja, die Gefängnisarbeit muss dann echt mal danach sofort beginnen. Ja, dann erst wirklich mit Kameras. Weil vor allem die, das Problem, was ich in den letzten Jahren immer bemerkt habe in der Werkstatt, die klauen wie die Raben. Also da irgendwelche Bohrmaschinen oder. Oder irgendwelche Schraubendreher oder was auch immer. Die klauen da drin echt wie die Raben. Das muss ja wirklich nicht sein. Warum laufen die dem eigentlich immer hinterher?
Jawohl, knaste die Penner alle ein. Ja, ihr kleinen Raudis. So, könnt ihr auch mal mitmachen hier bei dem Spektakel. Jawohl. Dann kommt ihr halt alle wieder in U-Haft. Mann, nee, nicht U-Haft, was laber ich? Einzelhaft. U-Haft. Wäre schön, wenn sie in U-Haft geben würden. Dann wären sie wenigstens. Wenn sie wenigstens ihr Maul halten. Jawohl, durchsucht die Penner. Ich muss das verstehen, warum die den immer angreifen, weil ich glaube mal, dass es, dass sie, da ich ja das mit dem Gang eingeschaltet habe, dass sie irgendwas mit der Gang zu tun haben. Aber die sind voll friedlich hier. Das ist voll komisch. Die sind total friedlich. Und die da oben. Ja, dann werden sie halt da wieder alle eingeknastet. Ist mir auch wurscht. Gut, dass ich so viele Zellen gemacht habe. Brauche ich aber mal mehr Einzelhaftdinger. Ja gut, nachts machen sie nicht so viel. Was macht der denn da oben? Ich muss es verhindern. Muss hier erstmal eine fucking Personaltür einbauen, Alter. Aber dann laufen die nicht mehr dahin, weil irgendwann brechen sie da noch aus, die Idioten. Ja, machen wir es halt so. Ist mir Wurst. Sollen sie schmoren. Die Vogel hier. Und ich muss weniger Essen kochen.
Na komm schon. Räume einzelhaft. So, jetzt habe ich richtig schön viele Einzelhaftzellen. Möchte diese komische Hobo vielleicht mal den Scheiß da erforschen? Ja, komm mal, das war vorhin schon auch schon mit 9 Minuten. Danke. So, da kann die Gefahr einschätzen, genau. Patrouillen will er haben. Na, danach mache ich sofort Einsatz. Zahle ich auch schon mal das Geld dafür. Warum hängen die da unten dann nicht rum? Ja, also Leute, das war's mal wieder für die Folge. Drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht sowieso schon habt. Ja, schaut auf Instagram und so weiter vorbei. Würde mich auch super freuen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.